Zuwachs im Schulwald von Salzgittertide. Am Donnerstag, den 1. Oktober, trafen sich am Ellernweg Vertreter von Initiativen und Projekten, die in der letzten Zeit von der Braunschweigischen Landessparkasse gefördert worden waren. Denn ergänzend zur finanziellen Projektförderung anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Bank hatten die Spendenempfänger jeweils eine junge Eiche bekommen. Da nicht jede Einrichtung über einen Garten verfügt, standen 25 dieser Pflanzen für das Gelände des Schulwaldes bereit. Forstdirektor Franz Hüsing erläuterte zu Beginn die Technik des Einpflanzens, die sich an der Arbeitsweise der Natur orientiert. So werden Eichen in kleinen Gruppen gepflanzt, die schnell eine Einheit bilden und sich gemeinsam gegen Umwelteinflüsse zur Wehr setzen. Zunächst wird dazu ein Pflanzloch ausgehoben und das inmitten der sogenannten Begleitvegetation, die auf dem ehemaligen Feld bereits herangewachsen ist. Der junge Baum wird dann in das Pflanzloch gesetzt und mit Erde stabilisiert. Auch Landessparkassenvorstand Manfred Borchardt und Lutz Tanto von der Landessparkasse packten kräftig mit an. Zusammen sind wir stark. Dieses Motto veranschaulichten also nicht nur die in Gruppen gepflanzten Bäumchen, sondern auch die gemeinsam aktiven Menschen. An einer weiteren Pflanzinsel unterstützte die NABU-Kindergruppe um Annemarie und Frank Krause die Aktion. Zu den geförderten Initiativen und Projekten gehörten auch die Tafel, vertreten durch Schatzmeisterin Irene Rodermund, sowie die Bücherfreunde Tide, für die Vorsitzende Sabine Witte an der Pflanzung teilnahm. Der Schulwald Tide ist ein Teil der Aktion Schulwälder gegen Klimawandel, die sich neben dem Pflanzen von neuen Wäldern auch die Umweltbildung zum Ziel gesetzt hat. Am Ende hatten die 25 Eichen ihre neuen Plätze gefunden. Sie stehen dort symbolisch für 25 unterstützte gemeinnützige Projekte, unter anderem auch für TV38. Noch ein Schluck aus der Kanne und dann ist das Werk auch schon getan. Und irgendwie ist man mit einem Schlag doch sehr neugierig, wie es in ein paar Jahrzehnten hier im Schulwald Tide aussehen wird.